Grüezi, Servus, hallo, liebe Mystery-Freunde. Dass Jesus Christus, der angebliche Erlöser aus dem Neuen Testament, verheiratet gewesen sein soll und auch Nachkommen hatte, Kinder hatte, diese Geschichte ist ja uralt und die kennt man spätestens seit dem Roman von Dan Brown, Sakrileg. Da wurde das weltbekannt, auch wenn es schon in den 80er Jahren und auch schon zuvor entsprechende Veröffentlichungen und Publikationen gab. Dieser Roman sorgte natürlich für sehr viel Gesprächsstoff, für hitzige Debatten. Und kann da was Wahres dran sein? Und hatte Jesus eine Ehefrau namens Maria Magdalena und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich verständlich, dass um eine so bekannte Person oder Persönlichkeit wie Jesus aus dem Neuen Testament, dass da unzählige Legenden kursieren, unzählige Gerüchte, Mutmaßungen, Spekulationen, wie man das auch immer nennen möchte. Und eine rund 2000 Jahre alte Legende und Geschichte ist eigentlich fast unbekannt, obwohl sie tatsächlich auch nicht minder spannend ist. Und zwar geht es darum, dass der wahre Vater von Jesus nicht irgendwie der Heilige Geist oder Gott ist oder er quasi vom Himmel empfangen wurde in der Jungfrau Maria, wo es, wie es so schön heißt, sondern dass dieser wahre Vater ein römischer Soldat gewesen wäre namens Pantera. Und dieser römische Legionär Pantera habe quasi die Maria verführt und es sei zum Ehebruch gekommen und daraus sei dann der kleine Jesus Christus entstanden. Das ist eine wirklich interessante, spannende Geschichte. Doch in der Tat existieren verschiedene Quellen und Legenden zu diesem angeblichen Vater Pantera. Und hier ist zum Beispiel bekannt der antike Philosoph Kelsos vor rund 1800 Jahren. Er verfasste eine ganze Reihe von Schriften, die sich gegen das Christentum gewandt haben, das aufkommende Christentum damals. So Hetzschriften kann man sie nennen. Auf jeden Fall wetterte er ganz ordentlich gegen diese neu entstandene jüdische Sekte der Christen, obwohl die sich damals noch nicht unbedingt Christen genannt haben. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Und eine dieser Schriften hieß Wahre Lehre. Ob wahre Lehre, auch schon wieder eine Interpretationssache. Aber das ist so eine richtige Kampfansage gegen das neue aufkommende Christentum. Das wurde so ungefähr um das Jahr 180 nach Christus verfasst. Und darin schreibt er auch, die Maria, die heilige Jungfrau Maria, wie sie heute ja auch heißt, sei damals tatsächlich fremdgegangen. Und ihr Mann habe sie dann verstoßen. Und die mit dem Jesusbaby schwangere Maria ist dann mehr oder weniger durch die Lande gezogen, denn sie hat das Kind, den späteren Jesus, in Sünde und in Schande empfangen, da sie halt ihren Mann betrogen hat mit diesem Pantera. Und irgendwann, als der Jesus dann geboren wurde, sei dieser aufgrund von Armut und hatte keine Zukunft und als uneheliches Kind ist er dann nach Ägypten gegangen, um quasi dort Arbeit zu suchen. Und unter anderem habe er dabei dort die magischen Kräfte, deren sich die Ägypter rühmen, gelehrt. Stolz mit dieser Zauberkraft ausgestattet, sei er dann irgendwann zurückgekommen nach Jerusalem, später dann auch halt in das heutige Israel, ins gelobte Land, ins heilige Land und habe sich dann als Gott bzw. Sohn Gottes ausgegeben. Natürlich hätte er dann noch diese ganze Geschichte mit der Jungfraugeburt seiner Mutter Maria einfach nur erfunden, damit diese Schande des Ehebruchs nicht publik wird, nicht an die Öffentlichkeit kommt. Und so sei die wahre Kindheitsgeschichte bzw. Ursprungsgeschichte von Jesus gewesen. Das schreibt er halt so in seine wahre Lehre, in seiner Hetz- bzw. Kampfschrift gegen das Christentum. Doch auch jüdische Rabbiner haben diese Legende oder Sage um die wirkliche und wahre Herkunft von Jesus tatsächlich aufgenommen. Zum Beispiel im sehr, sehr umfangreichen babylonischen Talmud. Ich werde euch unten in der Beschreibung mal zwei entsprechende Stellen nennen, falls ihr den Talmud irgendwie zu Hause habt, den ganzen babylonischen, ganz wichtig, den babylonischen Talmud, könnt ihr das ja mal nachlesen dort. Denn auch dort lesen wir zum Beispiel an der Stelle Shabbat 104b, dass tatsächlich der Jesus auch in Ägypten gewesen sei und dort Zauberei gelernt hat. Er wäre also quasi ein Magier und der wahre Vater sei der Liebhaber seiner Mutter gewesen und der hieß
Pandera im babylonischen Talmud steht nicht das Wort Liebhaber oder Geliebter oder so etwas, sondern Buhle. Das kennt ihr wahrscheinlich so Buhlerei. Aber das ist zumindest in der Übersetzung, die ich habe, das ist ein unglaublich umfangreiches Werk. Da wird es so genannt. Und auch ein späterer christlicher Schriftsteller namens Tertullian, der hat um 200 nach Christus so ungefähr erwähnt, dass die Juden das über Jesus Herkunft behaupten würden. Und ganz spannend wird es, wenn man sich mal die Apokryphentexte anschaut. Also irgendwelche Texte, die nicht im Alten Testament stehen oder überhaupt in der Bibel stehen. Ihr wisst wahrscheinlich alle, es gibt ja die vier Evangelien im Neuen Testament, aber in Wahrheit hat es ja über 50 Evangelien gegeben, mit allen möglichen Namen, übrigens auch ein Evangelium der Maria Magdalena. Aber unter diesen ganzen Evangelien, die früher zum Teil sehr verehrt wurden und auch wirklich sehr viel gelesen wurden, gibt es ein Evangelium und dies nennt sich Nikodemus-Evangelium. Dort geht es vor allem um Kapitel 2, um Jesus' Herkunft und so etwas. Aber das entstand so ungefähr im Jahre 320 nach Christus. Und die ersten Kapitel, die nennen sich heutzutage einfach nur Pilatus-Akten. Darin geht es über die Verurteilung und Festnahme und den Prozess von Jesus und mit Pontius Pilatus und was wurde da gesprochen. Da kommen Dialoge vor, was hat das Volk gesagt, ihr kennt ja diese ganzen Geschichten und was hat Jesus geantwortet und all so etwas. Theologen, Bibelforscher und so sehen diese Texte und diese Dialoge als pure Fantasie, als frei erfunden. Aber dennoch hatte dieses verbannte oder verborgene oder verbotene Evangelium tatsächlich einen riesigen Einfluss auf das Christentum in den letzten Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden, vor allen Dingen im Mittelalter. Mittelalterliche Künstler und Maler haben sehr viel sich von genau diesem verbotenen Evangelium inspirieren lassen. Ihr kennt vielleicht die Geschichte mit dem Schweißtuch der Veronika. Diese Geschichte ist wirklich sehr spannend, aber das würde jetzt zu weit vom Thema wegführen. Aber diese Geschichte findet sich nicht im Neuen Testament. Dennoch ist diese Geschichte sehr weit verbreitet und wurde sehr oft gemalt von Bibelkünstlern oder frommen Kirchenkünstlern, die dort überall Gemälde angebracht haben, in allen möglichen Kirchen. Die Kurzversion geht so, dass Jesus auf dem Weg zur Kreuzigung nach seiner Verurteilung das Kreuz durch Jerusalem geschleppt hat und irgendwann kam dann eine heilige Veronika, heute heilige Veronika, also eine weibliche Person und hat ihm ein Tuch gereicht, um sich Schweiß und Blut aus dem Gesicht zu waschen und auf wundersame Weise sei auf diesem Tuch sein Antlitz, sein Bild erschienen. Steht nichts von im Neuen Testament, aber in diesem Text. Dann kennt ihr noch diese Geschichte. Als Jesus gekreuzigt wurde, kam ein römischer Legionär, Longinus heißt er meist, und er hat dann eine Lanze genommen und ihn in die Seite gestochen, um mal zu gucken, ist denn der Jesus jetzt wirklich tot? Und dieser römische Legionär, also ein Heide, der viel Götterglaube der römischen Religion angehangen hat, ist danach Christ geworden. Auch diese Geschichte kennt jeder. Es gibt Kirchen, die sind ihm gewidmet. Steht nichts von im Neuen Testament so detailliert. Es wird natürlich im Neuen Testament geschrieben, dass da der Legionär kam und mit in die Seite gestochen hat. Aber so detailliert steht es nicht dort drin. Und viel interessanter ist natürlich noch eine andere Geschichte aus diesem Buch. Und zwar geht sie um Josef von Arimathäa. Er habe den Heiligen Gral genommen und nach Großbritannien bzw. nach England gebracht. Diese Geschichte werdet ihr auch wahrscheinlich kennen, dass er halt den Gral bis auf die britischen Insel aus dem Nahen Osten gebracht hat. Das steht auch in diesem verbotenen, / verborgenen Evangelium. Also wurde es damals viel geachtet, viel gelesen, denn diese Geschichten sind wirklich, auch wenn man sich für sowas überhaupt nicht interessiert, weit verbreitet und man hat davon schon einmal gehört. Aber in den sogenannten Pilatus-Akten, in diesem Nikodemus-Evangelium, die ersten 11 Kapitel sind das so ungefähr, gibt es viele Diskussionen und Dialoge und Dispute während des Prozesses und auch die Diskussion, ob Jesus ein Magier gewesen sei und wortwörtlich steht dort, ob er aus Hurerei stammt. Damit ist also wieder gemeint, dass seine Mutter, die Maria, fremdgegangen ist und Jesus
unehelich geboren wurde durch einen Liebhaber dieser Maria und dieser Josef halt nicht der wahre Vater ist oder natürlich der wahre Vater im Himmel sitzt. Da wird dann diskutiert und das Volk hätte geschrien, nein, es ist ein Zauberer, es ist ein Böser. Andere haben gesagt, nein, 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 das stimmt alles. Jesus ist wirklich der Sohn Gottes und so. Das ist so eine längere Diskussion, so ein Disput, so ein Streit während des Prozesses von Jesus. Und das macht dieses verborgene Evangelium dann doch schon wieder hochinteressant. Denn wenn in den vergangenen Jahrhunderten sich fromme Künstler immer wieder diesen Text bedient haben, um das Schweißtuch der Veronika darzustellen, zu malen oder so, während der Passion Christi, wenn ihr mal in die Kirche geht, findet ihr, ich glaube, an 9. Stelle sogar, die tatsächlich, also ein Gemälde, da werden immer die verschiedenen Punkte der Verurteilung von Jesus dargestellt, so in den Bildern, findet ihr tatsächlich immer so eine Frau mit so einem Schweißtuch, mit so einem Tuchhand, mit Jesusbild drauf. Aber wenn das schon immer dargestellt wird, aus diesem unheiligen Text entnommen wurde, bis heute verehrt wurde, angeblich hat der Vatikan das echte Tuch, ja. Aber da gibt es auch noch andere Geschichten. Es wäre Manopello in der Nähe von Rom, aber auch das führt zu weit. Aber wenn man das schon übernimmt und dann das in heilige Stätten, also in Kirchen anbringt und malt und natürlich die Geschichte mit dem römischen Legionär, der dann an Jesus glaubte und mit die Geschichte mit dem Heiligen Gral, wenn man das alles übernimmt, wieso überliest man dann die Vorwürfe, dass Jesus angeblich aus Hurerei entstanden sei und dass Jesus angeblich in Ägypten war und dort Zauberei und magische Künste gelehrt hat. Auch wenn natürlich viele andere in diesem Text sagen, nein, das stimmt nicht. Aber das wird irgendwie so geflissentlich so überlesen, so kann man schon sagen. Und suchen es raus, ja, das gefällt uns. Hier bilden wir quasi Legenden, Mund-zu-Mund-Propaganda. Schweißtuch der Veronika als bekannteste. Gibt es viele Geschichten drüber, viele Interpretationen. Aber das in den Pilatus-Akten, ah, das lesen, überlesen wir mal lieber. Oder habt ihr schon mal irgendwo in einer Bibel, in einem frommen Buch oder in einer Kirche ein Gemälde gesehen, ein Bild gesehen, dass Jesus Christus, beziehungsweise dass seine Mutter besser gesagt, dass sie mit einem römischen Legionär, einem Centurio vielleicht sogar, tatsächlich da gemütlich irgendwie in trauter Zweisamkeit zusammensitzt als ihr Buhler, als ihr Liebhaber. Das ist wirklich interessant. Bevor ich es vergesse, ich habe mal, wenn euch das interessiert, hier zwei, ich glaube, die sind ziemlich teuer, aber zwei Bücher. Und zwar von Johann Meyer, vor allen Dingen das hier, Jesus von Nazareth in der talmudischen Überlieferung. Das sieht so aus, ziemlich trockene wissenschaftliche Werke. Und dann nochmal jüdische Auseinandersetzung mit dem Christentum der Antike. Da findet ihr, was ich sagte, aus dem babylonischen Talmud, um das nochmal zu unterstreichen, genauere Besprechungen und Analysen mit den Vorwürfen der Zauberei und der Hurerei und so weiter und so fort. Das ist wirklich wahrscheinlich teuer und wirklich sehr trocken, aber wenn euch sowas interessiert, diese beiden Bücher empfehle ich euch dazu. Da könnt ihr detaillierte Infos dazu bekommen. Wirklich sehr spannend. Man kann glauben, was man will, aber wenn man sich mit dieser Geschichte oder mit Geschichten aus der Bibel allgemein befasst und dann auch weitere Quellen hinzuzieht, wie diese ganze verrückte Geschichte, die sich im Alten und Neuen Testament findet, eigentlich noch viel verrückter, noch wesentlich verrückter. Und davon wollte ich euch in diesem Mystery Files Video einmal berichten. Gebt mir gerne ein Feedback, einen Daumen hoch und wenn euch das interessiert, solche Themen des Fantastischen. Lasst auch gern ein Abo hier, falls ihr noch keins habt. So, dann sage ich mal Tschüss, ihr lieben Lasianer. Bis zum nächsten Video auf den Spuren der verrücktesten Geschichten und Rätsel der Vergangenheit. Ciao, tschüss, euer Lars.